It's the final countdown. Wir wollen ja jetzt nicht alle verschrecken. Groll. Okay, nein, ja, herzlich willkommen beim Finale. Das Finale ist gleichzeitig das erste Spiel, quasi. Wir haben hier durch einige interessante Ausschlussverfahren die Finalisten herausgefunden. Und zwar ist es auf der blauen Ecke. Dumm. Ich zoome mal rüber. Dumm. Regnator und Vince van der Sierra. Woo, yeah. Und zwar mit Cannon und Malphite. Und auf der anderen Seite, in der roten Ecke, haben wir das DW-Team mit DW Phoenix als Jace und DW Daxter als Ryze. Ja, haha. Dann fange ich in 3 Sekunden an, damit er auch gleichzeitig das Replay startet wie ich. 3, 2, 1. So, ja, dann fangen wir auch mal an. Direkt erstmal schön alle auf Stufe 3. DW Daxter bewegt sich erstmal ein kleines Stück raus. Gucken wir mal, was die Leute sich kaufen wollen. Hier hätten wir einmal bei Jace Beinschienen des... Ne, warte, wie heißt die nochmal? Merkus-Schuhe, genau. Und bei Ryze natürlich mit dem Katalysator und ein paar Tränke auf beiden Seiten. Cannon mit 2 Dorans-Klingen und einem Laufstiefel, hier natürlich sehr interessant zu beachten, Dorans Klingen, Cannon, warte mal. Ja, haha, ihr seht richtig, AD Cannon. Dadurch ist der Counter natürlich von DW Daxter, was er sich ursprünglich gedacht hatte, wieder zunichte gemacht wurde. Da es wir ja natürlich den Turnierauswahlmodus gemacht haben. Hier erstmal starker Anfang, DW Phoenix schon geharrist worden durch AP Malf, den wir natürlich auch im ersten Spiel wieder gesehen hatten. Und das könnte, glaube ich, auch so ein bisschen für Probleme sorgen. Das DW-Team weiß ja jetzt schon, wie Malphite eigentlich spielt oder wie Malphite gespielt wird, kann sich so ein bisschen darauf einstellen. Jedoch wissen sie auch, Malphite wird richtig böse als Gegner. Ja, natürlich. Und natürlich, was ich interessant fand, kein Bann von Malphite, nein. Sie haben gebannt Blitzcrank, soweit ich mich noch erinnern kann, Yorick, weil der ja im letzten Spiel auch sehr stark sie geharrist hat, und Darius. Darius war, glaube ich, auch sehr schlau, Darius. Ja. Wie man ja in dem einen Spiel gesehen hatte, die Combo Blitzcrank, AP Blitzcrank und Darius, sehr, sehr böse. Sehr, sehr böse, das mussten im Halbfinale Marcy und Tibor bereits ertragen. Ja. Harte Sache, hartes Schlagabtausch. Klare Entscheidungen. Allerdings. Aber wir schauen auf das jetzige Spiel und genau. Wir sehen Jace, der sehr viel Schaden abkriegt. Und natürlich der Ryze, der Cannon versucht zu countern. Was sehr schwer für Ryze ist, da Cannon ja AD spielt statt. Hier erwartet AP. Ja. Weil das Typische, natürlich, wie man hier gerade sieht, wenn er in diese Form wechselt, kriegt er natürlich weniger Schaden. Allerdings, als AP müsste er damit reinfliegen. Also erst den Q treffen, reinfliegen und dann seine Combo halt, seinen Stun rausballern mit der Ulti. Wie gesagt, eigentlich ist es normalerweise, jeder AP-Carry hat immer eine bestimmte Abfolge, sage ich mal, von Skills, die er macht. Und bei Ryze ist es natürlich erst den Käfig, dann das Hin- und Herspringen, Dingsbums, weiß jetzt gerade nicht, ob es Q oder Kugel. B oder was. Und dann den Q, der rote Kugel. So eine normale Kombo. Jeder AP-Carry hat die natürlich. Und Ryze mit seinem Käfig wollte natürlich verhindern, dass Regnator mit seinem AP-Cannon dann rankäme. Allerdings hier schon in der Champion-Auswahl quasi ausgetrickst. Das heißt natürlich nicht, dass sie gleich automatisch verloren haben, denn ein Gen Jace ist ein, muss ich sagen, starker Charakter. Allerdings, was auch böse ist, Malphite counter Jace. Und zwar eigentlich. Also da hat jedes Team
das andere gecountert, wobei Jace nicht viele Möglichkeiten hat. Ja, wie man hier auch sehr schön sieht. Allerdings muss ich sagen, dass eigentlich der Counter natürlich nicht bei AP Malph, sondern bei Tank Malph, also Off-Tank Malph oder auf Rüstungs, damit sein E mehr Schaden macht. Aber Counter ist Counter, trotzdem noch. Man sieht natürlich immer noch, dass Ryze ihn immer noch festhalten kann, wenn er in seine, genau diese Gestalt da geht. Das heißt, es ist natürlich immer noch ein kleiner Vorteil. Es ist zwar nicht mehr ganz so ein großer Counter, aber ein kleiner Vorteil hat es immer noch. Auf jeden Fall ist das Spiel hier schon etwas ausgeglichener als das erste Spiel, was wir in Gruppe B gesehen haben. Der Farm zur Zeit der Farm, ja. Der Farm ist so ein bisschen mehr bei so 100 Team, bei Team Blau. Ja. Bei Team Blau, aber das ist noch nicht viel. Das ist noch im Ermessensbereich. Man sieht auch noch keinen klaren Push auf irgendeiner Seite. Vielleicht Blau ein bisschen im Vorteil vom Push her. Aber so wirklich sieht man dann es noch nicht. Der Tower jetzt von Team Lila, der Engage von Miles Ulti hier auf DW Phoenix und das Schild und der Heal sind schon beide raus bei DW Phoenix. Hier Miles nur seine Passive weggeprügelt. Ich wollte es gerade erwähnen, sobald Malphite sein Level 6 erreicht hat, seine Ulti bereits hat, ab dann wird das Spiel erst recht spannend. Ja, Malphite mit seiner Ulti ist natürlich böse. Sie hat natürlich auch eine hohe Abklingzeit, ich glaube 100, 120 Sekunden ohne Abklingzeitverringerung. Also 2 Minuten ist schon nicht gerade die kürzeste Ulti. Jedoch ist sie auch sehr ausschlaggebend. Einmal mit Malphites Ulti den Kampf eröffnet und man hat schon sehr viele Vorteile. Ja, dieses Massenhochwerfen von weit weg und dabei noch der Schaden, der rausgeht, ist schon ziemlich stark für so einen Tank. Weiterhin kann man bisher sehen, Jace, seine Kugel hat noch nicht oft getroffen. Also Cannon und Malphite können gut ausweichen und das ist ebenfalls ein Vorteil für das blaue Team. Natürlich gerade in diesem Moment kriegt Malph eine Kugel ins Gesicht, aber natürlich seine Passive fängt die einfach ab und Malph denkt sich, ja, dann warte ich halt ein paar Sekunden, ist mein Schild wieder da, ne? Es macht ihm die Kugel nicht so viel. Schon wieder, nur das Schild ist weg. Vielleicht ein bisschen noch von seinem Leben, aber nicht so viel. Jetzt wollte er sich den Healport holen, aber der Stun geht raus und First Blood geht an Cannon. Da konnte Ryze auch nichts mehr machen nach diesem Stun von Cannon. Einfach nur zu stark. Jedoch, dieses First Blood bringt Cannon ein bisschen Geld und Jace kann sich jetzt kaufen, wobei er auch nur 2k hat. Das ist nicht viel, aber wir sehen hier schon mal ein Riesenschwert, was natürlich stark vermuten lässt, dass er auf AD spielt. Finde ich persönlich, glaube ich, in diesem Fall die schlechtere Wahl, da Ryze ist jetzt der tankigste hier und ich hätte vielleicht Jace eher auf den Off-Tank gespielt als Full AD. Ich glaube, mit Jace auf Off-Tank wäre das Spiel hier auch noch wesentlich spannender gewesen in Infights. Ja. Hier hat er natürlich noch die Merkus-Schuhe, allerdings nur, dass man sieht von den Runen her sehr angriffsstark eher und nicht sonderlich def. Was natürlich zeigt, dass er eher auf AD spielt. Jetzt und auch langsam kann man am Gold absehen, dass sich das blaue Team abhebt. Ja, durch das First Blood natürlich 400 Gold extra gekriegt. Und das DW hat jetzt auch Respekt. Sie wollen da jetzt nicht versuchen, bei den Minions zu bleiben und die ganze Zeit zu Harris zu werden, dann versuchen sie eher durch die Fernkampf. Jetzt wieder Ulti auf Jace Stun durch Cannon und die Ulti von Cannon. Hier gehen die Heals von Team Win 62 Error und der Kill auf Jace schon wieder.
Hier lassen sie. Hier lassen sie Rice gerade noch so entkommen. Und ja. Weiß nicht, ob mit Absicht. Doch, weiß ich. Es war mit Absicht. Sie haben jetzt zweimal Jace getötet und wollten nicht, dass DW Daxter wieder zurückkommt. Allerdings, jetzt nervt ihn anscheinend ein bisschen zu stark und er dachte sich, ja gut, dann bringe ich ihn halt um. Oh, hier außersehen aufs Schild gekommen bin ich da. Natürlich sehr vorteilhaft, solange sie immer nur einen auf der Lane haben. Ja, kann der Push natürlich weitergehen. Können sie pushen? Beziehungsweise Gegner nicht pushen. Jetzt natürlich müssen sie sich erstmal die Pots holen. Hier der eine Pot für Cannon. Der hintere Pot wird noch nicht eingesammelt. Malphite immer noch mit einem Heiltrank drin. Übrigens beschwerte sich auch der Jace gerade nach dem verlorenen Teamfight über Lags. Ja, wer weiß, ob da wirklich Lags waren. Das konnte er nicht beweisen. Man kann es vermuten. Auf der anderen Sicht können einige auch einen Stun, den sie nicht sehen, als einen Lag vermuten. Ja, weil, muss ich sagen, man sieht ja, sage ich mal, Cannons Stun nicht so wirklich. Man ist einfach quasi gestunt. Er hat ja keine Fähigkeit, mit der er Stun, die erst anfliegen muss, sondern durch seine Combo der Fähigkeiten wird er gestunt. Wenn sich dann die ganzen Lebensbalken nach vorstellen, dann kann man das schon mal übersehen. Ja. Also von daher, ich glaube nicht an einen Lag, sondern an das gute Teamplay von Cannon und Malphite. Ach, danke. Jetzt wieder der Engage. Hier mit der Ulti geht er raus. Versucht noch einen zu töten. Jetzt der Cannon tot. Hat natürlich First Blood. Wird sich jetzt gute Items holen. Während Malph zurückgeht und versucht den Tower zu deffen. DW Phoenix sehr low. Und hier geht er ran und holt sich den nächsten Kill. Jetzt Rice schon der dritte Kill. Rice stunt noch, aber das bringt nicht viel. Rice kann nicht viel Damage gegen diesen Malphite machen. Das heißt, die einzige Hoffnung, die ihm bleibt, jetzt wenigstens noch ein bisschen Schaden gegen den Tower zu machen. Aber allerdings ohne AD natürlich geht der Malph auch voll rein. Er weiß, er hat 3 Kills. Er kann sich gleich exekuten lassen, wenn Cannon wieder da ist, um genug Geld zu verdienen. Und da beginnt's auch schon. Er geht ins vordere Gebüsch. Worauf wartet er? Da kommt kommt Rice rein. Er will noch ein bisschen Damage machen, bevor er sich executed und, ja, nicht executed, aber sterben lässt, quasi den Gegner einen Kill überlässt. Um sich jetzt, wir gucken auf die Items, Cannon jetzt schon mit einer KDU und Malph mit einer Instant Rabadons. Ja, während man auf der anderen Seite Death-Items sieht, einen Gürtel des Wiesens. Ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt sah dieser Execute oder dieser geplante Selbstmord schon, kann man schon fast sagen, ungeplant aus. War sehr gefährlich, weil wenn Rice und jetzt wieder 2 gegen 1 natürlich. Wenn Rice und Jace da eben dran geblieben wären, hätte Ken auch sterben können und dann hätten sie den Tower. Ja, den ersten Tower schon vor Team Blau gekriegt. Aber jetzt natürlich mit einer Rabadon sieht man hier, wie viel der Kuh raushaut von Malphite. Jetzt liegen natürlich wieder die Vorteile bei Cannon Team Blau. Malphite. Und das sieht man auch schon an der Gold. Boah, dieser Crit hat man gesehen. Ein Schlag Crit auf die Fresse von schon wieder ein Kit. 500 Crit von 549. Einfach nur stark dieser AD Cannon. Wie er ihn einheizt mit einer KDU und 2 Dorans, einem vampirischen Zepter und den Boots, den 5er Boots. Und da geht Rice auch schon down, er macht das Schild noch an, aber Cannon kriegt den Kill trotzdem. Und DW Phoenix konnte nur noch zusehen, wie sein Freund stirbt durch die Ulti von Malph. Zu starker CC einfach. Und hier geht der Push auch schon wieder weiter auf den zweiten Tower. Und natürlich, da dieser Ken schlauerweise auf AD spielt, ist Rice auch useless und ja, 2-2 für Rice. Jetzt hier die Ulti und damit das Ass für Team Blau. Und der erste Tower.
Der zweite Tower schon. Jetzt sieht man auch bei Ryze das erste Mal ein wenig AP mit einem unnötig großen Stab. Ich weiß, er heißt nicht mehr so, aber ich finde das cooler. Ja, sauber gewinnt mit Lex. Ja. Ja, also Lex habe ich auch in dieser Aktion nicht gesehen, aber... Natürlich, wer weiß, was da bei ihm passiert ist, aber... Sagen wir es mal so, man kann da nichts machen. Ich meine, dann soll er seinen Anbieter verklagen, wenn ihn das aufrückt. Und hier geht der Crit einfach auf Ryze drauf. Keine Chance für Ryze mehr, irgendwas zu machen. Und jetzt DW Phoenix versucht, ihn noch ein wenig zu harassen, doch da kommt AP Malf mit seiner Rabadons jetzt schon, lässt ihn nochmal laufen, kommt nicht mehr ran und da kommt nochmal ein Q, verfehlt allerdings den Cannon. Sie gehen sich heilen. Und hätte der gesessen, dann wäre es wirklich... Ja, eng wahrscheinlich für den geworden. Dann hätte er es wirklich schlecht um ihn kennengestanden. Ja, vielleicht wäre er sogar tot gewesen. Und ich habe es eben schon einmal gesagt, dieser Ryze ist etwas useless, aber auch der Jace. Der Jace hat ein 0-4 und das liegt einfach daran, dass der Malphite böse kontert und das ist eigentlich schon wirklich schwer für dieses violette Team, wenn beide wirklich nicht kontern können. Beide Champions. Das ist in Teamfights wirklich schwer. Ja, vor allem diese Kombination aus Hochwürfen. Während sie hochgeworfen sind, kann Cannon seine Combo raushauen und Ryze kann Cannon nicht mehr stunnen. Und ja, dann kann er einfach seine, ja, wie soll ich sagen, seine Combo raushauen, um wieder Stunts rauszuhauen nach dem Hochwerfen. Jetzt geht der Engage los auf DW Darkstar, hier das Schild, bleiben zurück. Jetzt die Ulti von Malphite auf beide, wieder die Ulti von Cannon. Hier DW Phoenix mit dem Kick und dem Heal. Allerdings Cannon einfach zu großer Heal mit durch seinen AD und seine vampirische Scepter und seinen zwei Dorans. Keine Chance mehr. Malphite tankt noch die Tower und stirbt. Allerdings kann jetzt AD Cannon in Ruhe pushen. Der Inhibitor ist down. Jace kommt in 13 Sekunden wieder. Glaubt, ein Tower gibt er noch, bevor er dann fliehen muss. Jetzt GG von Malf und GG von Ryze. Aber ich glaube, Jace kommt früh genug wieder und da kommen nämlich jetzt auch die nächsten Minions. Der Push wird nochmal aufgehalten, aber um ganz ehrlich zu sein, ist das nur noch eine Rauszögerung. Rignato muss jetzt so schnell wie möglich verschwinden. Lässt sich lieber sterben, hatte keine Chance mehr zu entkommen bei dem Speed von DW Phoenix. Wir sehen hier unten allerdings jetzt bei Malf, was er für Items hat. Ja, nochmal ein wenig off-tankiger geworden mit einem Katalysator und einem... Und Jace muss hier aufpassen, dass er... Ja. Und da ist es gerade eingetreten, dass er nicht durch einen... Super-Minion executed wird. Ja. Aber er hat noch Glück, dass diese Aktion lang genug nach dem Angriff von Ken her ist. Sonst hätte Ken hier noch den Kill gekriegt und hätte sich davon nochmal was kaufen können. Aber ich glaube, das, was Ken hier schon hat, das ist schon sehr viel. Und da kann, glaube ich, keiner der beiden Gegner gegen ankommen. Ja, wir sehen jetzt hier bei Ryze Jason eine Warmox. Ryze fordert schon, dass der Malphite daherkommt. Jetzt hier. Engage von Malf trifft aber leider nur noch einen. Der Heal ein bisschen zu früh gesetzt. Sie versuchen abzuhauen, entkommen nicht ganz. Da kam nochmal ein Crit auf der Base und tötet ihn. Hier fast nochmal auf der Base umgebracht, auch den Ryze. Und jetzt der Nexus. Ryze muss jetzt was tun. Ja. Beide lassen sich Zeit, töten die... Jetzt geht er auf die Base, tötet ihn nochmal, stirbt an dem Stun und Cannon finished. Mit einem Schlag. Das war das Finale. Ich muss sagen, es war ein wirklich schönes Szenen dabei, gerade von Cannon und Malphite. Also, und wir haben das in einem Spiel in Gruppe B, oder Flaps hat es in einem Spiel in Gruppe B schon mal erwähnt.
Man hat hier wirklich schöne Kombination an Chars für diese Bewährungsprobe-Map gesehen und Cannon und Malphite ist eine dieser Kombinationen. Ja, es ist stark. Wir haben auch öfters in anderen Spielen halt zum Beispiel Cannon und Galio gespielt. Allerdings wollten wir Galio nicht unbedingt picken, da ist, sag ich mal, ja, wir wollten ein bisschen anderen Burst, wir wollten nicht Galio mit seiner CC-Ulti. Wir hatten wieder auf die halt auf den Counter von Jace wieder mit Malph gesetzt. Ja, und dadurch. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, großes Lob und die Gratulationen an das Team, ja. Regnator Flaps. Zweiter Platz geht an DW Dax und DW Phoenix. Dritter Platz Asi und Tibor. Und Leute, ich muss euch eins sagen. Die beiden, Regnator und Flaps, haben jetzt auf dem TS-Channel den Titel LOL-Meister. Und ich kann mir das nicht angucken. Also Leute, geht ins Forum, meldet euch da an, bringt euch ein. Und wenn dann wieder ein LOL-Turnier ist, ihr meldet euch da an und macht die beiden fertig. Ach, ich kann das könnte nicht versuchen, dass die beiden diesen LOL-Meister-Titel haben. Also Leute, ich brauche eure Unterstützung, ich komme gegen die beiden nicht an. Ja, ja. Hättest ihr einen besseren Partner als Xopet suchen sollen. Das erklärst du ihm. Ja, okay. Nein, ja, danke, dass du wieder dabei warst. Es war ein schönes Turnier. Hat viel Spaß gemacht. Einige lustige Sachen. Hätte natürlich gewünscht, dass die anderen beiden Teams auch noch dabei gewesen wären und die Gruppenphase ein bisschen länger. Aber ich muss sagen, das war schon... Wie lange hat das Turnier gedauert? 4 Stunden? 5 sogar. War schon ein langes Turnier dafür, dass nur 6 Mannschaften mitgemacht haben. Ne? Ja, schon. War auf jeden Fall ein lustiger Abend zusammen. Ja, und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Oder bis wir uns im TS hören, sehen, tun. Keine Ahnung was. Hoffentlich. Jo, tschüss.